Willkommen zu einer weiteren Tutorial-Reihe in der Tutorial-Reihe Grundlagen in Revit, wo wir so ein kleines Einfamilienhaus bauen. Und in diesem Teil möchte ich zeigen, wie kann man den Ringanker und die Fußbette als Teil des Dachaufbaus konstruieren. Hier sehen Sie schon mal die Lösung, auch den Rest, den wir dann in den weiteren Tutorials noch konstruieren werden, nämlich den gesamten, die gesamte Dachkonstruktion. Und wie gesagt, es geht jetzt hier einmal um den Ringanker hier unten, ja, und dann darauf die Fußfette. Und bei der Fußfette werde ich sogar noch zeigen, das ist jetzt hier relativ neu mit den letzten ein, zwei Versionen, dass man sogar hier solche Verschnitte machen kann. Ja, falls jetzt die Fette nicht so lang geliefert werden kann, dann gibt es auch die Möglichkeit, hier so das Ganze zu verbinden. Wir werden uns auch hier noch anschauen, wie man das hier verbinden kann, ja, die verschiedenen Fetten oder auch hier den Ringanker als Beton. Ja, ich zeige es nochmal kurz hier im Schnitt, wie das aussehen soll. Also hier sieht man nochmal hier die Wand. Hier haben wir noch ein bisschen einen kleinen Trempel oder Kniestock. Und dann folgt hier der Ringanker und hier dann darauf die Fußfette. Ja, jetzt wechsle ich mal wieder in die Vorlage, wo das noch nicht drin ist. Und jetzt wollen wir das Ganze mal modellieren. Ah ja, genau. Was ich noch vergessen habe zu zeigen, das zeigen wir noch schnell, ist, Sie sollten sich ja auch ein bisschen vielleicht ein paar Hilfsebenen noch machen. Ja, also ich habe hier nochmal die Geschossebene vom Dach, das ist diese hier. Und da habe ich noch eingeführt so eine zweite Hilfsebene. Die sehen, die ist schwarz, das heißt, davon gibt es keine Draufsicht. Aber sie ist als Ebene vorhanden und ich kann hier jetzt Bauteil damit verknüpfen. Und das ist ja mein Dach quasi beginnt. Ja, und ich könnte jetzt theoretisch relativ leicht einfach hier die Höhe ändern. Und dann geht mein Dach nach oben, die Wand wächst mit, die Fette und der Ringanker und die Fußfette gehen entsprechend mit. Und im Idealfall auch der Dachstuhl bzw. die Dachkonstruktion. Ja. Und dann gibt es noch eine zweite Hilfsebene, die brauchen wir jetzt noch nicht, aber die werden wir jetzt brauchen, die brauchen wir dann später. Ich erwähne es jetzt hier bloß. Und zwar ist das die hier für den Dachstuhl, wo man dann ja auch nochmal eine Ebene eingefügt, um halt auch hier mal die Höhe variabel zu halten. Ja, wir werden die jetzt auch verwenden und Sie werden sehen, es ist ganz praktisch, wenn man mit solchen Ebenen arbeitet. Wie erzeugt man sich solche Ebenen? Die finden Sie hier. Ja, da gehen Sie einfach hier auf Ebene. Und wichtig ist hier in dem Fall, dass man keine Draufsicht erstellt, es sei denn, Sie wollen speziell noch Draufsichten wie Deckenplan oder Grundrisse oder auch Tragwerkspläne und so weiter erzeugen. Ich will das nicht, das ist eine Hilfsebene, um halt Bauteile darauf damit zu verknüpfen und dann können Sie hier eine Ebene platzieren. Ja, ich deute das jetzt mal immer nur so an. Ja, das ist in der Vorlage schon drin. Ich weiß, es muss aber darauf hin, dass man das gegebenenfalls noch berücksichtigen sollte. So, jetzt machen wir aber los. Und wir bauen jetzt also unseren Ringanker. Und ja, machen wir da mal los. Und zwar wechsle ich jetzt hier mal eine entsprechende Draufsicht. Ich nehme einfach hier, ich zeige mal kurz hier noch einen Schnitt. Ja, ich nehme einfach hier, den werde ich jetzt hier positionieren, ja, beziehungsweise, na, ich könnte gleich auf der Ebene Dach positionieren, allerdings gibt es dazu keine Draufsicht, deswegen wähle ich die nächstbessere Draufsicht und das ist diese hier. Ja, auf da werde ich den Ringanker verlegen. Also wechsle ich auf die entsprechende Draufsicht, schon mal offen und dann sehe ich hier mein Dachbereich, ja, hier die Wand, wie sie hochkommt und kann jetzt hier meinen Ringanker oder beziehungsweise meinen Träger platzieren. Wir gehen auf Ingenieurbau, finden hier Träger und hier habe ich schon mal einen Träger angelegt dafür. Und zwar ist das hier Ringanker, hier ist er. Und wenn wir uns hier mal die Typeneigenschaften anschauen, dann habe ich einfach nur einen normalen Stahlbetonträger genommen, ja, das sieht man auch hier und habe einfach hier einen neuen Typ erzeugt und hier die Maße eingetragen, wie ich den haben will. Hier kann man das Material zuordnen. Und natürlich im Material dann noch das Aussehen, das deute ich hier nochmal kurz an. Also wie soll er dann aussehen, das habe ich im Material auch noch entsprechend definiert. Darauf möchte ich nicht gerne eingehen. Und jetzt kommen wir zu den Einstellungen. Ja, wichtig ist jetzt hier nochmal die Ebenen festzulegen und das mache ich jetzt gleich mit der Optionsleiste. Also das soll jetzt nicht auf die Ebene, doch, er soll auf die Ebene Dach, das hat sich eh schon gemerkt. Ja, weil ich vorhin schon probiert habe, normalerweise würde jetzt hier die Arbeitsebene wählen, aber er hat sich das gemerkt von vorhin. Das kann man noch hier wählen, was zum Tragwerk gehört. Ja, also hier die Tragwerksverwendung. Also ich lasse mal auf automatisch. 3D-Objektfang, das würden Sie brauchen, wenn Sie das Ding irgendwie frei im Raum verlegen, also nicht an die Arbeitsebene gebunden. Wir können das ausschalten.
Ich mache die, werde die einzeln verlegen, weil ist bei Trägern ein bisschen heikel, weil die in den Ecken immer so springen. Deswegen mache ich ja jeden einzeln. Und jetzt gehen wir hier nochmal rein und dann sagen wir hier, er soll ausgerichtet werden. Unten, ja, die Bezugsebene ist quasi unten, also hier unten. Und die Ausrichtung ist in der Mitte, also na, hier die Ausrichtung ist links, ja. Also hier soll er quasi von unserer Achse links davon ausgerichtet werden. Falls hier irgendwas vergessen wird in den Einstellungen, ich denke, die meisten kann man auch im Nachhinein noch korrigieren. Das ist auch nicht so schlimm, wenn man irgendwas übersieht. Jetzt fangen wir an, den zu verlegen. Ich gehe einfach hier auf Linie und klicke hier oben rein und dann hier unten aufpassen, dass ich jetzt hier auch den Punkt richtig erwische. Und mein Träger ist hier positioniert. Wir sehen jetzt auch hier die Striche dargestellt, da verdeckt. Ne, er ist unterhalb meiner Schnittebene. Und jetzt mache ich hier meinen zweiten Träger. Dann kann ich auch jetzt hier anfangen. Also hier. Das ist jetzt dieser. So, jetzt schauen wir das Ganze mal in 3D an. Hier ist jetzt unser Träger. Und jetzt werden Sie sich wundern, warum habe ich jetzt nur zwei gemacht? Und zwar ist es so, dass wir hier einiges nachbearbeiten müssen. Ja, das gilt dann auch für die Fette und auch für die Holzbauteile. Und das Dach ist aber symmetrisch. Ja, und damit ich das nicht alles doppelt mache, mache ich mir quasi nur eine Ecke. Ja, und dann spiegle ich die einfach rüber. Weil sonst müsste ich gewisse Operationen viermal machen und so muss ich es nur einmal machen und brauche dann nur spiegeln. Ja, zum Beispiel eine Operation ist hier diese Ecken zu verbinden. Ja, und das mache ich ja gleich mal. Dazu machen wir folgenden Trick, damit ich den Träger besser bearbeiten kann, könnte ich das Dach ausschalten oder ich wähle einfach hier, klicke den Träger einmal mit der linken Maustaste an, dann die rechte Maustaste und sage einfach hier alle Exemplare auswählen in dieser Ansicht. Jetzt haben wir alle ausgewählt und dann gehen wir hier unten auf die Brille und sagen vorübergehend ausblenden oder isolieren und sagen Elemente isolieren. Da wird quasi alles ausgeblendet bis auf die vorher ausgewählten Elemente. Und in diesem Modus lassen sich einfach besser bearbeiten. Jetzt gehe ich hier mal auf Ansicht von oben und schaue mir das hier von oben an. Und dann sehen wir hier, dass er die Ecken so ein bisschen unschön verbunden hat. Kann man so lassen und dann noch nacharbeiten. Aber es gibt auch folgenden Trick, wie man das schöner machen kann. Dazu klickt man hier den Träger an, den ein. Und hier sehen wir jetzt die Trägerbezugslinie. Ja, hier mit dem Verknüpfungspunkt. Und hier ist es wichtig, dass wenn Sie die Ecken bearbeiten wollen, dass Sie hier, das gilt generell für die Skelettbauteile, sagen, verbinden nicht zulassen. Also klicke ich hier drauf in der rechten Maustaste und sage nicht verbinden. Jetzt erscheint hier so ein Symbol, das heißt, dieser Träger ist jetzt nicht mehr automatisch mit dem anderen Träger verbunden. Und das mache ich auf der anderen Seite auch. Klicke drauf, sage nicht verbinden. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, die hier einfacher, weil das Problem ist, ich habe vergessen zu sagen, er versucht bei Skelettbauteilen, Sie dürfen nicht vergessen, dass Revit ist ja nicht nur ein reines Architekturprogramm, sondern auch ein Ingenieurbauprogramm. Und da läuft ja im Hintergrund noch ein analytisches Modell mit. Ja, das kann man sich ja auch anschauen. Hier nicht in der Ansicht. Das kann man sich vor allen Dingen anschauen, wenn hier Berechnungsmodell aktiviert ist. Ja, und dann kann man den Träger an. Und dann kann ich hier umschalten auf Skelettbau analytisch. Ich habe es jetzt ja ausgeschaltet. Ja, müsste jetzt hier auf VV gehen. Und hier Berechnungsmodell wieder einschalten. Und dann zeigt er mir das normalerweise auch an. Also der berühmte Vorführeffekt, der macht es jetzt doch nicht. So. Ja, okay, machen wir vielleicht die anderen erstmal aus. Dann sehen wir es vielleicht besser als das Modell. Haben wir jetzt angeschaltet. Und machen wir die einfach mal aus. Das ist jetzt der berühmte Vorführeffekt. Ja. Das ist jetzt irgendeine. Eventuell sehen wir es, wenn wir hier auf Berechnungsmodell gehen. Ja, da sehen wir es auch hier. Ich war jetzt irgendwo eingestellt in den Tiefen meiner Einstellungen, dass man das Berechnungsmodell trotzdem nicht sieht. Ich habe jetzt keine Lust herauszufinden, welche das sind. Deswegen sieht man jetzt hier das Berechnungsmodell und das läuft normalerweise mitten. Deswegen verbindet er mal automatisch dann die Achsen von den jeweiligen tragenden Bauteilen und da kommt das Ganze her. Ja. Und das kann man auch im Nachhinein dann noch korrigieren. Ja, Sie können auch das Berechnungsmodell, obwohl ich jetzt die Verbindung gelöst habe, wieder miteinander verbinden. Ich mache es mal wieder, ich gehe wieder zurück auf meinen Dachstuhl und gucken, dass ich meine Einstellung jetzt wieder Modell, das passt.
Das Berechnungsmodell mache ich erstmal aus. Das brauchen wir hier nicht. Ja, jetzt haben wir das hier gelöst. Das heißt, die Träger sind voneinander unabhängig. Ja, das heißt, ich könnte jetzt hier auch den Träger anfassen, einfach irgendwo anders hinschieben. Ja, und der andere geht nicht automatisch mit, was oft der Fall ist, wenn die miteinander verbunden werden. Im Übrigen wäre jetzt eine Stütze drunter. Wenn man das Ganze auf Stützen platziert, dann wird der Träger auch mit der Stütze verbunden. Und schiebe ich die Stütze, dann geht der Träger mit und so weiter. Das ist natürlich normalerweise praktisch, aber in unserem Fall wollen wir das nicht, um einfach hier den Übergang besser zu bearbeiten. Und jetzt können wir folgenden Trick machen. Wir gehen jetzt hier auf Ändern. Jetzt tue ich einfach mal wo ist es hin? Hier mal minimieren, damit wir nicht so viel Leisten haben. So, jetzt gehen wir hier mal auf Ändern und verbinden das hier ein bisschen sauberer. Gehen also hier auf Dehnen und klicken hier die äußere Fläche an und dann hier die Träger. So, von oben sehen wir es ein bisschen besser. Also hier die äußere Fläche, dann hier die Trägerachse und dann dehnt dann nachher drüber. Macht die andere Seite hier, Trägerachse, dehnt jetzt nachher hier. Und jetzt kann man das noch verschneiden, sieht das besser aus, wenn man das will, also quasi monolithisch verbindet. Ja, wenn man zum Beispiel den Beton, den Ringanker da hier nicht als Fertigteil nimmt, sondern einfach auf der Baustelle komplett betoniert. Ja, da könnte man es jetzt noch monolithisch verbinden. Und dazu gehen wir hier auch verbinden. Wählen zunächst das Basisbauteil an. Das soll meinetwegen das Basisbauteil sein, verbinden das mit dem. Und jetzt zeigt er uns hier, Sie sehen, dass es geblieben, während das hier gekürzt wurde. Ja, und jetzt haben wir das hier miteinander verbunden. Ja, und wenn wir jetzt das Ganze spiegeln, dann haben wir zumindest schon mal die Ecke, bleibt dann gleich und müssen das dann bloß noch hier und hier korrigieren. Ja, so viel zum Ringanker. Ach so. Letzter Punkt nochmal eine Kontrolle, ob der richtig positioniert ist. Ja, er ist ja richtig positioniert. Jetzt können wir auch hier die Wand noch nach hier oben verlängern. Ja, dazu können wir hier die Wand einfach anklicken und hier den Bereich nach oben ziehen. Gehen wir hier auch auf Ausrichten und verlängern hier die Dämmung mit dieser Außenschale nach oben. Wer will, kann das hier noch fixieren. Dann geht das entsprechend mit für den Fall, dass der Träger nach oben wandert. Ja, wäre natürlich praktisch, wenn ich später hier den Kniestock erhöhen will, dann würde ich diese Ebene mit ändern. Und wenn sich die Ebene ändert, dann geht der Träger mit, weil er liegt ja auf dieser Ebene. Und wenn ich den Schlosser aktiviere, würde auch das Dach dann entsprechend mitgehen. Ja, so machen wir noch die andere Seite. Und das ist dann hier drüben. Und wir klicken hier das Dach an. Ich ziehe das hier ein bisschen raus, damit ich die Achse nicht erwische. Kannst du auch hier oben, hast du das ein? Naja, ich tue es lieber ausrichten, dann kann ich es auch fixieren. Also hier ausrichten, diese Kante und hier das Schloss. Ja, falls Sie sich fragen, wie habe ich das gemacht, dass man hier diese Wandschicht einfach so anfassen kann und hochziehen kann, ja, das kann ich auch nochmal zeigen. Also ich klicke nochmal an die Wand und gehe hier auf die Eigenschaften, Typ bearbeiten. Dann gehe ich in die Konstruktion der Wand, mache hier die Vorschau an. Wechsel in der Vorschau auf die Schnittdarstellung und jetzt kann ich hier oben mich ein bisschen ranzoomen und jetzt können Sie hier oben die Schichten voneinander entkoppeln und das machen Sie, indem Sie hier auf Ändern gehen und jetzt können Sie hier eine Schicht anklicken und dann sehen Sie hier so ein Schloss. Das Schloss ist quasi gelöst. Ja, ich kann das jetzt auch schließen, dann gehören Sie ja, das geht das glaube ich nicht, weil ja doch, man kann es hier wieder schließen. Achten Sie darauf, wenn Sie hier das Schloss lösen oder schließen wollen, fahren Sie mit der Maus hier drüber, bis das so golden wird. Erst dann bitte klicken. Ich habe da ewig rumprobiert, weil es so relativ klein ist, ist ein bisschen unschön. Einfach mit der Maus rüberfahren und wenn es golden wird, jetzt ist es golden, dann kann ich auch klicken. Jetzt hat das, das ist ein bisschen Fummelei. Na? So, jetzt hat es aufgemacht, ja. Also wie gesagt, wenn es golden ist, kann man es öffnen oder schließen. Genau, könnte man das dann. Und wenn das dann so ist, dann kann man hier die einzelnen Layer anfassen, also Wandschichten und kann die dann entsprechend voneinander unabhängig hier in der Höhe, es geht auch im Fußpunkt, verändern. Ja, und so kann man solche Anpassungen vornehmen. Ja, kommen wir zur Fette. Und da gehen wir ähnlich vor. Ich wechsle wieder in die entsprechende Draufsicht. Und sehe hier meinen Träger liegen, ja, und jetzt kommen meine Fetten drauf. Dazu gehe ich auf wieder Ingenieurbau, dann Träger und wähle hier den entsprechenden Träger aus. Das ist irgendeine Fette. Das habe ich übrigens schon reingeladen, ja, also das werde ich dann auch mal zeigen, wo man das findet.
Das muss ich kurz überlegen, welche Fette das war. Skelettbauchholzfette. Ich schaue nochmal kurz in der Lösung nach, dass ich auch die richtige erwische. Und zwar ist das 200 mal 250. Ja, okay, das war klar. Wenn der Ringanker 250 ist und die Lösung wieder weg und nehme jetzt hier meine Fette, also Skelettbauholz 200 mal 250. Hätte man auch im Nachhinein wieder den Typ anpassen können, wenn man sich das jetzt und dann ist auch kein Problem. Ja, jetzt werde ich nochmal kurz die Einstellung checken. Das soll wieder auf Dach, hat er sich gemerkt. Tragwerk automatisch, keine Objektfahrer, keine Kette. Und die Ausrichtung in Z-Richtung ist nicht oben, sondern unten. Ja, und jetzt hat er eigentlich noch einen Versatz von 50, nee, von 25, weil das liegt ja quasi, erst kommt ich zeige es mal hier im Schnitt, ja, erst kommt hier jetzt meckert er rum, weil er jetzt hier denkt, ich will die Fette hier verlegen, er braucht eine Arbeitsebene, aber das ist egal, ich brauche es halt nur zeigen. Jetzt kommt hier meine Ebene, ja, und dann kommt hier mit 25 der Ringanker und dann kommt jetzt erst die Fette. Ja. Das heißt, ich muss einen Versatz eingeben von 25. Wenn Sie es vergessen, auch nicht so schlimm, können Sie auch noch im Nachhinein korrigieren. Wechsel wieder in die Draufsicht, müssen das mal auf Abbrechen gehen. Jetzt muss ich die Fette wieder aktivieren. So. Gehe also auf Skelettbauholz Fette und mach mal den Versatz von 25. Und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, wenn nicht, dann ist auch nicht so schlimm. Und dann gehe ich hier auf Linie wählen und schau mal, ob ich die Mittelachse von meinem Träger finde. Dann, also von meinem Ringanker, alles sehen wir hier. Und wenn wir mit der Maus drüber fahren, zeigt auch an, was das ist. Ja, das ist quasi hier unser Ringanker, also in die Mittelachse, also da ist unsere Fette drauf. Jetzt habe ich allerdings hier X aus Y aus Richtung richtig gemacht, das soll Mitte sein. Und also eine Einstellung habe ich hier vergessen. Okay, versuchen wir sie unten nochmal. Also nochmal dasselbe Spiel. Also hier die gehen auf Ausrichten, Fette bleibt gleich, die Y einheitlich passt, sollte eigentlich Mitte sein, Z aus Richtung Umdrehung, Absatz 25, okay. Und wir wählen hier. Ne, er richtet das jetzt hier so aus. Warum er das jetzt hier automatisch so rüberschiebt? Keine Ahnung. Ist nicht so schlimm, kann man noch korrigieren. Jetzt tun wir erstmal abbrechen, müssen wir noch einen Befehl Fette. Hätte er eigentlich machen müssen. Dann schauen wir nochmal hier, wo die Achse ist. Oder habe ich auch die falsche Achse erwischt. Er ja, kann auch sein, dass ich da jetzt hier die. Dass er mir die Achse angezeigt hat. Ja, ist nicht so schlimm, können wir hier korrigieren. Gehen wir einfach hier auf, klicken das an, gehen hier auf Ändern, klicken hier. Jetzt sehen wir das auch ein bisschen deutlicher und richten hier die Fette neu aus. Wenn wir wollen, können wir das auch fixieren. Ja, wie gesagt, hätten Sie jetzt hier die falsche Höhe eingetragen, hätten Sie das auch hier im Nachhinein noch korrigieren können. Hier unten ist es, ja. Auch hier können Sie eine andere Höhe eintragen. Ja. Machen wir noch den anderen Schnitt. Hier dieser. Auch hier ist es mir ein bisschen schief gegangen. Machen wir hier noch das hier rüber. Und wenn wir wollen, können wir das noch fixieren. Dann ändert sich das dann mit dem Ringanker. Ja, jetzt haben wir die Fetten entsprechend positioniert, wo wir sie haben wollen. Und jetzt können wir noch die Verbindung machen. Und dazu gehe ich auf den Dachstuhl auf dieser Ansicht. Hier sehe ich meine Fetten. Dann gehe ich hier mal in die 3D-Ansicht, dann sehe ich das ein bisschen besser. Und haben wir wieder das Problem, was wir vorhin auch schon hatten. Gehen wir ähnlich vor. Ich klicke hier die eine Fette an, suche mir hier den Punkt, den sieht man hier schlecht. Der hier unten. Und sagen hier Verbindung nicht zulassen. Tun es einfach wieder isolieren. Also man kommt besser, man isoliert die beiden voneinander. Also ich gehe einfach wieder hier drauf, mit der linken Maustaste, rechte Maustaste und sage alle Exemplare auswählen in dieser Ansicht. Jetzt habe ich alle Fetten ausgewählt, gehe wieder auf Element isolieren. Da kommen dann die Punkte einfach besser ran. Und jetzt kann ich hier wieder draufklicken und sagen nicht verbinden. Mache dasselbe hier, sage hier auch wieder nicht verbinden.
Jetzt kann ich hier diese Übergänge leichter bearbeiten und werde jetzt hier auf die eine Fette klicken. Und hier gehen wir ein bisschen anders vor, weil die werden natürlich auf der Baustelle dann nicht gegossen. Es ist ja Holz, also die werden auf alle Fälle geliefert. Und hier können wir jetzt das nicht so monolithisch machen. Hier können wir einfach die Überlappung wählen. Da gebe ich mal eine ein von 20 und hier auch von 20. Das ist genau die Breite der Fette. Und dann klicke ich hier noch an. Ja, und dann habe ich jetzt hier diese Form und mache dasselbe hier. Klick hier auch, gebe wieder den Abstieg, die Breite ein, damit das genau bündig ist. Und jetzt muss ich es genau umgekehrt machen. Ich glaube, es war so und so. Nee, war genau umgekehrt. Also so. So. Ja, jetzt haben wir hier das schon mal überplattet. Ja. Und ich muss das natürlich noch ein bisschen ausrichten, damit das auch noch passt. Und das können wir dann mit dem Befehl machen, den wir vorhin auch beim unserem Ringanker verwendet haben. Gehen hier auf Ausrichten oder auf Dehne stutzen und möchten jetzt wählen diese Außenseite hier von dieser Fette und möchten diese, oh, sagen wir hier, muss ein bisschen aufpassen, wenn man das macht. Am besten, Sie machen das von oben. Also mach es nochmal, Dehnen stutzen. Klicke jetzt hier drauf. Jetzt hat das. Und dasselbe hier. Und jetzt hier oben drauf klicken. So. Und dann ist hier unser Fette quasi, sind jetzt aufeinander verbunden. Das sieht doch ganz gut aus. Jetzt können wir noch Folgendes machen. Wir können hier die nochmal teilen. Ja, dass man jetzt, falls man, möchte ich auch nochmal zeigen, wie das geht, falls wir unterschiedliche Lieferlängen haben wollen. Ja, dazu gehe ich mal eine Draufsicht und teile hier die Fette mit dem Befehl teilen. Ich würde das normalerweise wahrscheinlich eher irgendwann später machen, wenn ich weiß, wo meine Spannen ankommen. Aber ich möchte dann das Spanntutorial nicht so lang machen. Deswegen mache ich das jetzt schon und teile hier die Fette mal auf. Gehe also hier auf Teilen. Mach daraus jetzt hier zwei. Und jetzt geben wir eine Perspektive, damit Sie das besser sehen. Jetzt müssen wir allerdings hier die Form ändern. Also klicke ich jetzt hier drauf und wähle hier Hakenplatte. Das ist jetzt die Frage, ist, was ist jetzt hier der Anfang, was ist hier Ende? Na, tun wir einfach ausprobieren. Ich weiß mal nie, wo der Träger anfängt, wo er aufhört. Aber. Nehmen wir einfach eine Hakenplatte, Ende, also unten. So, schauen wir. Aber genau die falsche Seite. Also es ist am Anfang. So, jetzt haben wir die Hakenplatte und aber ich möchte sie unten, damit das halt genau seitenverkehrt ist. Also gehe ich hier. So, genau. Und hier, das Blöde ist, beim Teilen hat er uns das ja zurückgesetzt. Das müssen wir nochmal korrigieren. Das ist ja jetzt hier, das war Anfang, also sind wir jetzt hier am Ende, geben hier eine 20 ein und das war Anfang oben, also müsste das jetzt hier unten sein. Genau, auf Anwenden, genau, ja, und hier machen wir dasselbe. Ja, gehen hier auf Hakenplatte, genau, also das ist jetzt, das war unten, also das ist jetzt hier oben. Und anwenden. Ah, ja, genau. So. Und jetzt brauchen wir das bloß noch miteinander. Ach so, aufpassen, auch hier wieder, das hatte ich beinahe vergessen, hier drauf gehen und sagen, nicht verbinden und hier auch nicht verbinden und jetzt können wir das wieder dehnen. Das müssen Sie bitte nicht vergessen mit dieser nicht verbinden Geschichte, weil sonst funktioniert das mit dem Dehnen nicht. Und jetzt haben wir das miteinander verbunden. Ja, jetzt haben wir quasi zwei Träger draus gemacht, die jetzt auch noch fachgerecht miteinander verbunden sind. Wenn man mal die klassischen Holzverbindungen verwendet, ja, also normalerweise macht man das ja heute oftmals dann mit irgendwelchen Verbindungseisen, aber hier haben wir halt die Möglichkeit bei diesen Familien, das auf diese traditionelle Weise zu machen. Ja, wer will, kannst du noch hier natürlich auch noch machen. Ja, das tun wir uns mal hier schenken. Ja, wie kommt man nur zu dem Träger? Wo finden Sie den? Weil die jetzt Eigenschaften, gerade was für diese Verbindungs-, also das normalerweise das Verlegen der Träger und so weiter, sei es jetzt nur
der Ringanker oder die Fette, das geht normalerweise mit jedem Trägertyp, selbst wenn es Stahl oder Holz oder Beton ist. Was allerdings natürlich materialspezifisch ist, sind ja die Verbindungen. Ja, also hier, dass man das auch sowas macht und so weiter, das ist natürlich jetzt eine spezielle Eigenschaft in einer speziellen Familie. Das kann nicht jede Familie und das ist ja die Frage, wo finden Sie die? Und dazu gehen wir einfach mal hier auf Einfügen und dann auf Familie laden. Und wir finden das hier in unserer Dachbibliothek, also hier in den Allgemeinbibliotheken und dann hier Deutsch, German. Und dann gehen Sie hier auf Ingenieurbau, Holzbau. Ja, ich muss gestehen, ich war am Anfang hier unten drin. Ne? Das war eigentlich der Klassiker. Irgendwo hier bei, genau, Ingenieurbauträger. Ja, da finden Sie das nicht. Gehen Sie bitte auf Ingenieurbau, Holzbau. Und dann haben Sie hier diverseste Bauteile, ja auch Sparren, die werden wir später noch brauchen und so weiter. Und da haben Sie auch nochmal die Fetten und so weiter, mit denen Sie halt hier arbeiten können. Ja, mit Zierköpfen können Sie da arbeiten. Und auch mit diesen, eben mit diesen klassischen Holzverbindungen, die wir hier haben. Also hier können Sie die Sachen reinladen und dann damit arbeiten. Ja, so viel dazu, wie man den Ringanker und die, das können wir ausschalten übrigens hier, dann sehen wir da alles so, wie man den Ringanker und die Fetten verlegen kann und auch verbinden kann. Und im nächsten Tutorial werde ich dann zeigen, wie man die übrigen Bauteile von unserer Dachkonstruktion modelliert. Bis dahin, danke für die Aufmerksamkeit.